Buona sera. Ciao Bella. Si, si. Wollen wir nochmal anfangen? Mi chiamo Jan, si chiama Jakob. Oh, das geht schon. Giacomo. Giacomo. Ja, weißt du doch noch. Si, si. ja, und wir machen jetzt hier Bunga Bunga Party im Universum. Oh ja. Und bungern hier einmal alle anderen weg. Ja, next turn, würde ich sagen. Es beginnt spannend. Atmosphäre erneuerer ist fertig. Bam, den bauen wir erstmal. Der Nano-Zertrümmerer. Ja, das klingt spannender, als es ist, aber ne, hilft eben auch deiner... ja gut, das brauche ich jetzt ja nicht. Ich habe jetzt da schon diese Atmosphären-Dings genau. gebaut. Aber auch der Mikroleichtbau hat es echt in sich. Ja. Oh, alle Arbeiter plus eins. Das ist echt mega geil. Ja, das bauen wir sofort. 2000 Forschungspunkte, ne? Wirst du einen Moment lang dran knacken. Ja gut, so im Wie Moment... Wie lange ist veranschlagt? 35 Spielzüge. Ja, aber gut, ich kann ja mal ein bisschen was wieder in Forschung stecken und so. Ja. Wir schauen jetzt erstmal. Also hier sieht ja noch ganz gut aus. Stimmt, wir haben gerade gar keine Wissenschaftler. Wir haben Nahrungsüberschuss plus eins, aber gut, den hier könnten wir was auf Forschung stecken, aber das bringt ja auch fast gar nichts. Ja, da kaum. Also... Ja gut, das bringt jetzt ja auch nichts für diese eine Runde. Dann mache ich jetzt erstmal hier die eine Runde. Ja, weil es ja eh nur ein Turn dauert. Also der echte Optimalspieler, der würde dann vielleicht noch alle Arbeiter rüber in die Landwirtschaft ziehen für einen Zug oder in die Forschung, ja. Weil die Produktion ja nur noch einen Zug dauert. Und aber ich glaube, im Sinne des Let's Plays ist es nicht unbedingt. Ja, da hast du, denke ich, recht. Hier brauchen wir auf jeden Fall langsam echt mehr Bewohner. Kann ich hier vielleicht nochmal einen von abziehen? Wir brauchen auch relativ bald mal Schwebebahn 2, würde ich vorschlagen. Ja, aber das kriegen wir erst hin, wenn wir hier auf Schwebebahn 1, da baue ich auch gerade, glaube ich, gerade den Koloniestützpunkt, ne? Nee, Klonzentrum. Aber ich meine danach, meine ich. Ja, danach Ach, ist fuck. Irgendwann auch an der Reihe. Ja, irgendwann danach. Es dauert noch etwas. Aber ich fürchte, die anderen Sachen sind eben auch durchaus wichtig. Vielleicht würde ich den Koloniestützpunkt vor die Biosphären ziehen, aber sonst, ja. Gut, dann ja, haben wir keine andere Wahl, als Next Turn zu machen. Flachterflotte. Die Flachterfrotte. ja gut, die dauert eh nur 2 Tage. Oh, guck mal, ich kann einen abziehen, ohne hier was zu verlieren. Du hast gerade 6 Nahrung plus. Ja, wunderbar. Dann kann ich jetzt halt auch was hier in Forschung stecken. Und hier noch einen. Ah, hier kann ich nochmal einen rüberziehen. Das bringt ja aber nichts, also kann ich hier auch was in Forschung stecken. Ja. Ja, das ist doch schon mal, das klingt doch schon mal ganz, ganz angenehm. Uiuiui. Ein Erdbeben ereignete sich in der Kolonie Yataka 2. Ja, keine Toten. Eine weitere Meldung. Trilarianer haben jetzt 4 Sternsysteme. Das hatten sie schon vorher, möchte ich meinen, oder? Ja. Und außerdem, das 5. werden sie sich nicht holen können, hoffe ich. Ja, das stimmt. Da hoffe ich, gewinnen wir das Rennen. Es wird nicht alt, ne? Oh, ein Nicht-Angriffspakt. Boah, meinetwegen, bis du sie dann angreifst, ne? Ja, ich meine, was ist der Wert? Ich glaube, es gibt ja ein Diplomatie-Minus. Nochmal, das ist Deutsch. Das Menschenblut nicht wert, mit dem ich ihn... Nein, das ergibt keinen Sinn, der Satz, aber... Also, es gibt dir jedenfalls einen Diplomatie-Bonus, Malus, wenn du einen Nicht-Angriffspakt brichst, aber... Gut, ich meine, da kannst du sie ja auch erstmal so weit treiben, dass sie Krieg mit dir anfangen wollen. Ja. So, jetzt mach mal hier mal ein bisschen was. Gescheites für die Kolonie. Genau, was für die Kolonie. Kolonie. Aber guck, es ist jetzt schon ein terranischer Planet tatsächlich, ne? Krasse Scheiße. Mhm. Dann bauen wir jetzt vielleicht noch eine Raketenbasis, um das hier zu schützen. Mhm. Und dann schauen wir jetzt weiter. Maximum 14. Oh. Guck mal, ja, das erhöht es schon beträchtlich. Aber Klonzentrum habe ich ja schon, ne? Ja, das bedeutet halt irgendwie noch einen Wohnungsbauanschluss stellen oder sowas, dann geht's schneller. Aber, okay. Ja. Ja, komm, aber das, ja gut, setzen wir es einmal sicherheitshalber hier hin und dann sind wir alle zufrieden. Mhm. Gut, schauen wir hier nochmal nach, wir haben wieder plus 2 Nahrung. schieben wir mal. Bist schon voll drin in diesen Mechanismen. Scheiße, ich habe zu viel Nahrung. Ja, sicher, das geht ja wohl nicht. Das bringt ja jetzt nichts. Ah, guck mal, jetzt kann ich hier auch. Oh, fuck. Jetzt kann ich hier aber auch vor ausrasten und die hier alle rüberziehen, weil es hier eh nur einen Tag. Ah, okay.
Den kriege ich noch? Nein, okay. Ja, genau das meinte ich. Das ist Micromanagement vom Feinsten. Wie viel kann ich mir noch erlauben, bis es nicht mehr so funktioniert, wie ich das will? Was ich aber eben auch schon mal, letzte Woche geteased habe, ist, dass wir vielleicht auch mal dran denken könnten, unsere Mitbewerber um die Vormacht in dieser Galaxie, um ein paar Sachen zu ersuchen. Ah, ja. Da würde ich zum Beispiel die Alkari vorschlagen, die so rein forschungstechnisch, glaube ich, nicht so besonders weit sind und gut, die haben hier 3,5 im Prinzip Planeten. Gutmütig sind. Ja. Ja gut, aber die haben wir auch. Ja. Ja, ich überlege jetzt gerade noch was. Ja, okay. So. Also das Schlimmste, was jetzt passieren kann, ist, glaube ich, erstmal, dass sie die Verträge kündigen würden. Genau. Ersuchen, da könntest du... Genau, siehst du ja selber. Tja, ich glaube, das ist Geld brauche ich ja nicht, aber Technologie. Ich weiß, die haben ja nicht so viel, aber... Ich finde es fast schade, dass du nicht kapitulieren System sagen kannst. Ich weiß gar nicht genau, warum. Vielleicht, weil ich keinerlei kriegerische Flotten habe. Möglich. Es könnte aber auch irgendwie was mit Reichweite zu tun haben. Ich bin nicht ganz sicher. Oder weil wir den Nicht-Angriffspakt noch haben? Nö, das eigentlich nicht. Du könntest sie sogar darum ersuchen, wenn ihr eine Allianz hättet. Also, ja. Oh. Komm, dann mache ich aber Technologie, okay? Ja, aber die haben ja nichts Spannendes. Ja, aber letzten Endes, mein Geld brauche ich ja nicht und das würde mich am meisten trotzdem freuen, auch wenn sie haben was, was ich nicht habe. Oder du versuchst dein Glück bei irgendwem anders. Kann ich nicht bei allen machen? Das schon, aber ich meine, wenn jetzt alle irgendwie sauer auf dich werden und die Verträge kündigen oder sowas. Aber nee. Keiner hat doch irgendwie Technik, außer diese mega krassen, mit denen ich keinen Kontakt mehr habe. Und ja, ich brauche kein stimmt. Geld, oder? Also ich meine, im Moment, wäre die Frage, ob du irgendwen um ein System irgendwie ersuchen könntest. Ja, die Menschen könnte ich ja mal. Die Daloks zum Beispiel. Also die Daloks erscheinen mir relativ schwach, obwohl sie einiges an Systemen haben. Da könntest du zumindest mal anklicken und auf der Sternenkarte dann gucken. Die sind ja die blauen oben rechts. Das könntest du nicht. Den hier finde ich eigentlich ganz geil. 10 riesig Dürre. Ach du Scheiße, ich glaube nicht, dass sie den hergeben wollen. Soll ich es versuchen? Die haben da 10 Bevölkerungseinheiten. Könntest du es versuchen? Ich glaube, sie können dir nicht besonders viel anhaben. Oh, ja. Sie machen Krieg? Sie machen Krieg. Was ist das denn? Ja. Das ist viel zu früh. Verdammt. Warum? Ich hab nichts. Du, ich glaube, die haben auch nichts. Aber ich habe jetzt meinen schönen Handelsvertrag hier weg. Ja, das stimmt. Verfickte Scheiße. Hallo, ich wollte ein bisschen Action reinbringen. Was haben wir denn so? Vergifteter Rat ist das, du Schlange. Was haben wir denn in Remastered für Verteidigungseinheiten? Ja, einen dicken Schiss habe ich da. Gar nichts. Oh ja, stimmt. Ich habe mir noch einen Planeten gehabt. Den kann ich auch noch mir holen. Ja, du hast ja den Koloniestützpunkt, glaube ich, in deiner Liste drin. Aber, Warte, jetzt muss ich mir erstmal sammeln. Ja, du könntest ja auch erstmal zu Remastered 1 reingehen und da ein paar Verteidigungseinheiten hinbauen, so Raketenbasis und Sternenbasis oder so. Hallo, ich mache das, was die Zuschauer wollen. Sie wollen Krieg, das war viel zu früh, Action. Das war viel zu früh. Na gut. Verdammt nochmal, ich hätte jetzt auch nicht damit gerechnet, dass sie dir direkt den Krieg erklären. Vielleicht warst du dreist einfach. Ich glaube auch nicht, dass sie besonders viel tun werden in diesem Krieg, aber das sei mal erstmal dahingestellt. Diese Schiffe, die könntest du jetzt eben so bauen, wie sie hier schon mal vorgefertigt sind. Ich kann die Wolf 6 bauen, alter Schwede. Du könntest sie allerdings eben auch erstmal umdesignen. Wollen wir mal unser erstes Schiff designen? Ja, bitte. Okay, Design. Und dann musst du dir eins dieser Modelle da aussuchen. Nicht unbedingt den Speer. Ich überlege jetzt gerade, was baue ich am besten. Also welches will ich einsetzen? Kannst du sowieso gleich noch ändern. Also ja, okay, aber klick mal erstmal eins an. Die 805er sind natürlich geil, die sind natürlich mega teuer, aber damit kann ich wahrscheinlich alle wegbumsen. Wie gesagt, das kannst du jetzt sowieso erst noch alles erstellen. Erstmal, genau, dort die Schiffsklasse. Ah. Titanen kannst du noch nicht bauen, du kannst auch noch keinen Doomstar bauen, der, also gelinde gesagt, ein bisschen an Death Star erinnert. Mhm. Du könntest eben Kreuzer oder Kriegsschiffe bauen, die dann eben auch so ein bisschen, bisschen länger dauern in der Produktion. Wozu ich dir erstmal raten würde, ist, ja, das ist jetzt so ein Preset, da würde ich sagen, sag hier erstmal Cancel. Achso, sorry, ich dachte, ich baue direkt mal eine Waffe mit rein. Und ich würde dir erstmal unten raten, clear. Genau. Ah ja, okay. Es ist alles raus. Und jetzt erstmal ein Spezialsystem hinzufügen, nämlich die Gefechtskapseln. Genau, jetzt hast du mehr Platz.
Und jetzt kannst du es eben mit deinen schönsten Spezialsystemen und Waffen füllen, wie du das gerade möchtest. Störsender ist geil, der kostet. Ich mache jetzt erstmal was, auch wenn es teuer ist, meine Güte. Eins von denen könnte ich mir leisten. Muss man die reparieren, wenn die angeschlagen sind? Ja. Mhm. Bis du die entsprechende Technologie hast, wo die dann automatisch repariert werden. Oh, das mag jetzt ein bisschen. Die Reichweite, viel sein. Die Reichweite brauche ich aber nur für. Fürs Gefecht. Fürs Gefecht sind die. Okay. Egal, das waren jetzt 100 Millionen mehr Kosten, ist mir egal. Es ist mir scheißegal. Und da kannst du genau erstmal die abchecken, da. Also wenn du jetzt irgendwie weißt, okay, ich will in jedem Fall eine Strahlenwaffe oder sowas, dann könntest du die anderen da erstmal abchecken. Also aus der Auswahl rausnehmen. Ja, im Moment sind halt alle drin, genau. Genau, da hast du eben deine verschiedenen Systeme. Merkulit-Raketen sind eben deine besten Raketen und Massenkatapulte sind deine besten Strahlenwaffen. Ja, jetzt hast du die Abfangjäger noch drin. Willst du die drin behalten? Das klang irgendwie gerade mega geil. Ja, also die Einstellungen, die da drin noch zu treffen sind, die da warst du gerade ein bisschen schnell. Unter Umständen solltest du die Sachen da dann noch wieder ändern. Vier Abfangjäger mit den besten PV-Waffen. Punktverteidigung, glaube ich, heißt das. Aha. Ja, die schießen irgendwie dann sehr genau und so. Ja, das könntest du zum Beispiel machen. Das ist eine. Ja, das habe ich sofort dann erkannt, dass die geil sind. Genau. Moment, mach mal Cancel. Mach mal nicht so schnell hier. Klick mal auf das Massenkatapult drauf. So. Und jetzt kannst du nämlich unten noch einstellen. Schwerlafette ist Heavy Mount. Das erhöht eben den Wumms, erhöht dann aber eben auch die Platzkosten. Würde ich aber immer vorschlagen, weil mehr Schaden ist besser. Wie rum das Schiff im Kampf gerade gerichtet ist. Ist zwar teurer, aber lohnt sich, schießen, ne? Ich würde zumindest Forward Exit. Okay. Ja, genau. Dann hast du schon drei Viertel schon mal abgedeckt. Und die Merkulit-Rakete, die schießt sowieso in jede Richtung. Da kannst du aber eben auch noch erhöhen, wie viele da auf einmal dann verschossen werden und so. Und du siehst halt immer oben ändern sich da die. Die Kosten explodieren einfach, aber was soll's, ne? Das Ding muss ja auch erstmal die dicken Wichser da oben einfach alle wegbumsen. Es hat ja, der Fickex muss einfach mal zeigen, wo der Fickex sein. Ja. Ja. Und du kannst eben immer noch die Anzahl der Waffen dann erhöhen, die du jetzt auf etwas drauf hast. Wenn du ein gutes Waffensystem hast, dann empfiehlt es sich mehr als ein Exemplar davon auf einem Schiff zu haben. Wie zum Beispiel, ja, Massenkatapult. Ach, mehr geht gar nicht, weil jetzt der Platz wahrscheinlich verbraucht ist. Genau. Ne? Ja. Du kannst dein Schiff oben noch umbenennen, also Wolf 1, wenn du damit nicht zufrieden bist, dann kannst du es eben auch Achso, ich würde es nicht zu lang machen übrigens. Ich würde es nicht zu lang machen, den Namen. Wieso? Das ist bekannt, das führt zu Abstürzen. Ohne Scheiß. Also nicht zu Schiffsabstürzen, sondern zu Spielabstürzen. Schwanz 3000 ist ganz okay, aber genau, das ist okay. Und du kannst noch das Bild sogar deines Schiffs ändern. Das ist ganz hübsch eigentlich. Ne? Die Enterprise. Ja. Die Entercock. Unendliche Längen. So. Das Ding ist mindestens 3K lang. Wenn ich jetzt auf Bild klicke. Übrigens, hier verfügbarer Platz, du hast immer noch 13. Ja. Ich würde an deiner Stelle nochmal da oben dann Bomben hinzufügen. Du hast Atombomben als beste, der heftigste. Damit dann einfach noch den verfügbaren Platz dann auffüllen. Weil, genau, ja, das ist dann gegen Planeten. Und jetzt klicke ich auf Bild und dann ist das Ding fertig, ja? Dann ist es fertig designt, aber dann müsstest du es genau bauen. Ja. Dann ist es in deiner Liste drin. Wir haben erfolgreich ein Schiff designt. Machen wir doch direkt nochmal ein. Weißt du, was ich jetzt so bauen möchte? Kleineres? Nee, ich will jetzt nochmal ein größeres Ding schon mal designen, was sich ausschließlich auf Bodenangriffe richtet. Ich will ja die Bevölkerung auslöschen. Du kannst ja noch eins auch in derselben Größenklasse dann auch. Ja, genau, ja. Aber okay. Was halt spezialisiert, also wenn ich jetzt mit so einem Schiff, gibt es diese Waffen, wo nur gegen Bodeneinheiten, also die kann ich auch wirklich dann nicht einsetzen, also die können keine Waffen, die sich nur gegen Bodeneinheiten richten, kann ich nicht im Weltraumgefecht nutzen.
Doch, die sind dann auch im Weltraumgefecht da. Das ist dann unter Umständen das Problem, wenn die dann eben nicht besonders wehrhaft sind. Aber du kannst sie ja mit guten Verteidigungsmaßnahmen dann ausstatten. Okay. Hm. Und dann überstehen sie den Kampf eben hoffentlich. Und ja, wie du siehst, Gefechtskapseln sind schon immer ganz besonders nötig. Und dann kannst du hier eben einfach alles voll mit Bomben und ja, im Prinzip. Diese Bomben, die sind besonders wichtig gegen halt Bodeneinheiten. Mhm. Aber wenn du mit einer Strahlenwaffe oder mit einer Rakete auf den Planeten schießt, dann werden dortige Verteidigungseinheiten wie Raketenbasis und sowas eben auch zerstört. Insofern. Ist es dann doch, kann ich doch mit diesem einen Schiff, was ich jetzt gebaut habe, auch gut Krieg führen? Ja, würde ich sagen. Da habe ich ja beides alles dabei. Genau, okay. Und das, also baue ich jetzt lieber so einen kleinen Jäger. Ja, genau. Ich würde noch eine Cruiser-Klasse dann vielleicht bauen. Würde ich ja trotzdem mit ausstatten. Mhm. Was sind ein Special? Achso, steht ja auch hier dabei. Im Prinzip, ja. Ist halt genau wie bei der größeren Klasse, sind ja dieselben Waffensysteme und so weiter. Insofern würde ich da gar nicht wirklich groß von dem abweichen, was wir eben schon hatten. Mhm. Bloß, dass dann schätzungsweise ein bisschen weniger davon da drauf passt. Ja gut, aber das, damit kann ich ja leben. Ich baue vielleicht nochmal Abfangjäger. Oh. So ein paar kleinere, gefällt mir eigentlich. Wie viel Platz habe ich noch? 39. Ein Fusionsstrahl. Boah, wobei das Katapult ist natürlich schon besser. Ja. Davon. Ja, kannst du nur eins und den Rest kannst du wieder mit Bomben auffüllen oder so. For good measure. So. Einfach noch ein paar Atombomben. Zumal lustig, dass die Atombomben hier einfach wirklich die Grundversion sind und alles, was danach kommt, ist eben grausamer. So, Dick 2K ist auch fertig. Dann würde ich sagen, kannst du es noch irgendwie in deine Liste packen, wenn du möchtest. Und dann beenden wir die Folge. Nein, ich baue jetzt nochmal so einen kleinen Destroyer. Wofür sind die denn? Also im Prinzip sind die einfach nur günstiger und können nicht. Also die Schiffe können alle das gleiche und nur die großen Dinger sind teurer, aber können natürlich auch mehr wegbumsen. Ganz genau. Ich baue jetzt noch einen kleinen Destroyer hier. So, das Bild müssen wir direkt mal anpassen. Ich brauche einen, der nach Penetrationen aussieht. Ah, der da gerade. Der. Ja, wunderbar. So, auch hier wieder. Ach so, mehr. Achso, doch, okay. Nennst du ihn dann noch Penetrator? Nein, das ist ja zu lang, der Name. Nee, der geht, glaube ich, noch. Das soll bloß halt kein Schwanz 3000 werden oder so. Ich bin ja so blöd, ne? Ich hätte erstmal alles hier clearen sollen. So, jetzt aber nochmal. Ach Quatsch. So, so. So, so. So. Und dann bauen wir. Sehr routiniert, jedenfalls. Ja, sicher. Er muss ja hier auch, ne? Was soll das denn? Ja gut, so viel hat er jetzt auch nicht mehr. Der Platz ist schon wirklich, er lässt ein bisschen zu wünschen übrig. Dann, du könntest die Merkulit-Raketen natürlich auch anders ausstatten, sodass sie nicht so viel Platz dann. Ja, aber ich denke mir gerade, das ist vielleicht einfach, dass ich mir den, das hier jetzt kurz spare. Mhm. Und jetzt hier noch mir irgendwie Massenkatapult reinsetze. Also was für Strahlenwaffen spricht, ist natürlich, dass sie immer im selben Zug dann auch treffen. So eine Rakete braucht dann eben schon mal einen Also eher Spielzug. So eine Laserkanone ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ja, nee, keine Laserkanone. Achso, die hat schon eher ein Massenkatapult. Achso, das ist ein. Ich dachte, Katapult. Achso, das ist ja eine Strahlenwaffe. Das ralle ich jetzt erst. Ja, genau. Dann nehme ich Achso, ja, es klingt so, als ob man mit Steinen schmeißt, ne? Ja. Ja. Wie kann ich die jetzt nochmal entfernen hier? Mit keine Waffe ganz oben. Hä? Achso, ja. Genauso wie das unten ja auch ging. Dann baue ich das hier aber nochmal kurz aus. Ah, dadurch kann ich aber nur eins bauen. Ja, das ist aber okay. Also dafür, dass es eben so ein kleines Schiff ist. Ja, jetzt hast du schon zu wenig Platz. Ja, dann muss ich vielleicht die hier nochmal anders merkulieren. Hä, wieso? Ja, musst du jetzt nochmal auswählen. Jetzt müssen wir erstmal. Ach so, okay. Ja, okay. Also ich bin dumm. Wodurch nehme ich mir denn hier. Okay, das macht 36, das macht 30. Dann mache ich lieber heavily arm. Ne, mache ich lieber fast. Das ist ja mein schneller. So, jetzt habe ich noch 5 übrig. Krieg ich da irgendwas. Krieg aber nichts mehr reingesetzt, ne? Okay, nö, dann lass es. Das sind nun mal auch wirklich so kleine Schiffe.
finden? Ich bin sehr gespannt. Wohin wird uns die Reise führen? Was soll man machen? Ich bin also ein bisschen enttäuscht. Aber womit hättest du jetzt noch... Ich weiß es nicht, aber ist dir das nicht zu vordergründig? Zu offensichtlich? Wie ist es mit Schwengel oder... Das ist alles zu lang. Vielleicht bei dir. Ich hätte jetzt... ich hab's. Ja. Der Schniedelwutz, das ist nur der Wutz. Ja. Ich kann mir vorstellen, wenn ich in der Armee wäre, ja, bei meinem Volk, und ich hätte gesagt, das sind die Schniedelwutz-Destroyer, ja, dann würde man, wird im Alltag würden die Leute schnell sagen, Wutz. Okay. Wir brauchen noch einen Wutz. Ja. Schicken wir einen Wutz nach Bier. Ich finde, das könnte man sowieso so ein bisschen mehr in die Alltagssprache dann einfließen lassen. Definitiv. So, ja, dann bauen wir jetzt mal einen Dick, einen Wutz und einen Kock. Wow. Wobei, Kock löschen wir nochmal kurz und müssen uns ja eh warten, bis das Schiff fertig ist. Ja, unter Umständen ist es auch gar nicht so ungeschickt, erstmal ein paar mehr kleinere Schiffe zu bauen, als dann eben ein Schlachtschiff, ja, oder sowas. Aber die wirklich großen Schiffe, die kommen halt auch erst später. Wir sind ja wahrscheinlich eh hier oben bei Remastered am ehesten gefährdet. Ja, würde ich auch sagen. Und da ist ja, da bauen wir jetzt ja gerade eh nach der Bodenerreichung die Basis und so ein Scheiß und dann gucken wir mal. Kannst die Basis auch vorziehen, wenn du willst. Ja, aber komm. Bist ja im Krieg. Bodenanreichung dort, aber noch. Den du natürlich ganz alleine zu verantworten hast. Schwein. Nee, es war der Praktikant, der die Daloks da drum ersucht hat, ne? Wie mieses Schwein, die. Die lustige Siedler-Jonglage geht weiter. Ja, was willst du machen, ne? Ich möchte einfach nur dafür sorgen, dass hier die, dass ein Tag schneller geht. So, jetzt aber Schluss mit der Runde. Ja. Wir sehen uns in der nächsten Runde wieder. Und in dann der nächsten Woche. Jetzt geht's los mit dem Krieg. Bumm.